Morgen habe ich Geburtstag und ich habe eigentlich gehofft, dass ich bis dahin wieder gesund sein werde. Yo Leute, sonst gibt es ja hier auf dem Kanal immer Drogenerfahrungsbericht. Der heutige ist mal Krankheitserfahrungsbericht. Ein natürlich sehr subjektiver Erfahrungsbericht, weil bei jedem die Krankheit anders verläuft. Und zwar habe ich Corona. Also zumindest habe ich heute ausschließlich positive Schnelltests gemacht. Theoretisch hatte ich die ersten Symptome schon am 24. Dezember, da habe ich schon übelst angefangen zu niesen. Ab 30. Dezember habe ich mich auch schon eindeutig krank gefühlt. Ich habe sau viele Schnelltests gemacht, die waren aber alle negativ und dann dachte ich, ja, ich habe es nicht. Aber heute wurden die halt alle positiv. Aber ich habe jetzt zum Beispiel noch nicht mal den legendären Geschmacksverlust oder Fieber habe ich auch noch nicht. Ich bin im Allgemeinen nur sehr schwach und muss mich die ganze Zeit schlafen legen. Ibuprofen hilft wirklich Wunder. Teilweise ist meine Nase verschnupft. Mit Husten ist es auch sehr sporadisch so. Ich gehe stark davon aus, dass ich Omikron habe. Morgen werde ich PCR-Test machen und vielleicht erfahre ich dann mehr. Ich habe mich dann auch natürlich direkt gefragt, woher habe ich denn das Corona, aber es ist mir ein absolutes Rätsel. Ich habe nicht mit vielen Menschen abgehangen in letzter Zeit und ich weiß von keinem, mit dem ich Kontakt hatte, der irgendwie ein positives PCR-Ergebnis hatte. Woraus man schließen kann, dass der Virus schon wirklich sehr ansteckend ist. So, nochmal Fieber messen zur Sicherheit. 36,9. Ja, man muss schon sagen, Knoblauchsuppe kommt wirklich sehr geil auf einem Omikron-Trip. Jo, Schlafstörungen sind definitiv ein Ding. Also ich kann voll schlecht schlafen, so. Ich will endlich den PCR-Test machen. Das ist in 2 Stunden. Das Erlebnis an der Teststation war gerade richtig kacke. Die haben ewig immer gebraucht, bis sie den nächsten drangenommen haben, weil irgendein Gerät von denen kaputt war. Ja, ich musste da ewig in der Schlange stehen und so. Und eigentlich ging es mir heute in der Früh eigentlich ganz gut. Aber trotzdem geht es mir jetzt wieder ein gutes Stück schlechter. Also es war so fucking anstrengend. Oh Mann, ich bin überhaupt nicht gesund, sondern sogar krank. Ich muss echt sagen, Ibuprofen ist schon eine ultra wirksame Substanz. Ey, vorher dachte ich mir so, oh Gott, alles ist scheiße, alles ist zu viel. Und dann haut man sich eine Ibuprofen rein und dann geht es einem so schnell so besser. So, mein Corona-Testergebnis kam jetzt endlich an und ich habe scheinbar doch Delta. Ich bin davon ausgegangen, dass ich Omikron habe, weil es mir schon eher sehr mild vorkam. Ja, ich habe den CT-Wert von 27, das heißt sowieso schon keine sonderlich hohe Viruslast. Yo Leute, eine Sache, die mir immer auffällt, es hat so ein komisches Stechen immer in der Nase. Also als hätte man Chili in seine Nase gestopft. Jetzt ein bisschen inhalieren. So, eine andere Sache, die ich jetzt mache, ist in meine Corona-Warn-App eintragen, dass ich Corona habe, damit die Leute gewarnt sind, mit denen ich in letzter Zeit vielleicht zufällig Kontakt hatte, damit diese vielleicht einen Test machen können oder sowas. So, das ist jetzt Tag 1 nach meinem positiven PCR-Testergebnis. Mir geht es heute wirklich schon ein gutes Stück besser als gestern. Also gestern ging es mir so schlecht, dass ich mir dachte, dass ich nur jetzt schlafen kann, wenn ich eine Ibuprofen oder sowas mir genehmigt habe, weil es einfach so alles so komisch sich angefühlt hat. Ich werde nun aufschlüsseln, was ich alles für medizinische Maßnahmen während meiner Corona-Infektion ergriffen habe. Das sind zu einem großen Teil Mittel, denen man einen generellen antiviralen oder immunsystemstärkenden Effekt zuschreibt, aber auch Mittel, wo es schon Untersuchungen gibt, die darauf hinweisen, dass sie konkret bei Corona helfen. In der Videobeschreibung werde ich zu allen Mitteln Links posten, die für eine Anwendung des Mittels sprechen. Zu manchen dieser Mittel wurden bis jetzt nur eher kleine Studien gemacht, sodass man jetzt nicht zu 100% sicher sagen kann, dass es hilft, aber alle Mittel sind basically harmlos, sodass es jetzt keine negativen Konsequenzen hätte, selbst wenn sich eines der Mittel bei größeren Studien als wirkungslos herausstellt. Vitamin D, Magnesium, Zink, Schwarzkümmelöl und N-Acetylcystein, kurz NAC, habe ich nicht nur jeden Tag während Corona genommen, sondern auch die Wochen davor, weil diese Mittel auch einen vorbeugenden Effekt haben.
sollen. Nach der Infektion nahm ich dann zusätzlich noch Selen, Ingwer, Quercetin, Angozin, Shroomies und Melatonin bzw. Deep Sleep, die letzteren zwei natürlich von Supplements.de. Zur Unterdrückung der Schmerzen und anderen Symptome nahm ich an den Tagen, wo die Krankheit am schlimmsten war, Ibuprofen oder kleine Dosen Tramadol. Von allen eingenommenen Medikamenten sind diese beiden die, wo man am ehesten mit Nebenwirkungen rechnen muss, wenn man zu viel nimmt, aber auch gleichzeitig die, wo man sich nach der Einnahme am ehesten besser fühlt. Besonders Tramadol ist so eine unerwartete Wildcard, die man nicht nehmen sollte, wenn man vorher keine Erfahrung damit gesammelt hat. Ich weiß von meiner Erfahrung mit Fahrradunfällen, dass ich das Medikament sehr gut vertrage und muss sagen, dass es mir schon nach 50 Milligramm Tramadol deutlich besser ging. Tramadol war nicht nur gut, weil es hustenstillend, schmerzstillend, entzündungshemmend wirkt, sondern auch, weil man durch die Berichterstattung in den Medien über Corona zeitweise Panik bekommt, weil man eine schwere Erkrankung befürchtet, wogegen die angstlösende, entspannende Wirkung von Tramadol sehr hilfreich war. Außerdem hatte ich immer noch ein Oximeter am Start, um meine Sauerstoffkonzentration im Blut zu überprüfen. Wenn diese Konzentration unter 94 fällt, sollte man anfangen, sich Sorgen zu machen, denn das könnte auf einen schweren Corona-Verlauf hindeuten. Ebenfalls habe ich mich teils mit Infrarot bestrahlen lassen, weil es Studien gibt, die zeigen, dass der Körper durch Infrarot eine bestimmte Art von Melatonin erzeugt, das einen besonders starken antioxidativen Effekt hat und besonders gut gegen Viren helfen soll. Ich habe jeden Tag mehrmals gegoogelt, das soll die Virenlast im Rachenraum reduzieren. Das Thumbnail zu diesem Video führte bestimmt dazu, dass manche von euch davon ausgingen, dass meine Erkrankung so schlimm war, dass ich beatmet werden musste. Das musste ich zum Glück nicht. Das ist ein Ultraschall-Aerosolgerät zum Inhalieren, das viele von euch bestimmt als Kind gegen Erkältungen bekommen haben. Das Inhalieren mit solchen Geräten sollte einen positiven Einfluss auf die Atemwege haben. Das waren so ziemlich alle medizinischen Maßnahmen, die ich während meiner Corona-Infektion angewendet habe. Bei manchen davon ist es wie gesagt nicht gesichert, dass es etwas bringt, aber Schaden tun sie auch nicht und von einem Placebo-Effekt kann man auch immer profitieren. Erstaunlich viel gebracht hat auch heißes Duschen. So, ich habe mich jetzt gerade geduscht und wow, mir geht es jetzt irgendwie nach dem Duschen deutlich besser. Ich weiß natürlich, dass ich noch nicht gesund bin. Wenn ich mich jetzt anstrengen würde, würde ich es besonders merken. Aber jetzt gerade in dieser Sekunde fühle ich mich 0,0 krank. Mm. Diese Dinger hier sind epic. Es gibt jetzt noch eine Sache, wo ich mir neu gekauft habe. Und zwar habe ich hier so einen Inhalator, den ich von meinen Eltern hatte. Der war sehr laut und der hier soll leise sein. Ich liege jetzt so circa 5 Tage schon im Bett wegen Corona. Und es kommt mir aber schon so richtig lang vor. Ich denke mir, wie lang braucht es denn noch? Hört sich schon ziemlich eklig an, der Husten. So, ich habe mich gerade nochmal geduscht und es ist einfach unglaublich, wie viel Duschen bringt. Also, puh, einfach nur geil. Meine Freundin wurde jetzt auch positiv mit PCR getestet. So Leute, also der Schnelltest ist tatsächlich inzwischen schon negativ. Also mit Appetit ist ja auch immer so eine Sache, aber jetzt gerade hatte ich wirklich ultra heiß Hunger, deswegen habe ich mir bei Burger King so ein paar plant-based Burger gegönnt. Wenn ich gewusst hätte, dass so wenig Soße drauf ist, dann hätte ich keine 10 Euro Trinkgeld gegeben. Ich habe auf jeden Fall den Lieferdienst 10 Euro gegeben als Trinkgeld, weil er ja hier sich in Gefahr begibt hier. Ich muss jetzt sagen, ich bin schon jetzt sehr K.O. Ich glaube, ich werde jetzt wieder erstmal ein paar Stunden schlafen. Ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen zu lange im Bett gelegen und habe auf mein Handy gestarrt. Also gerade eben war mein Kopf so ein bisschen schummrig, aber jetzt bin ich ein bisschen rumgegangen, ging es wieder. Ich bin im Bett gelegen und habe einfach nur stundenlang Cobra Kai, Extended Scenes, Behind the Scenes und Interviews geguckt, weil ich mit der Staffel gerade fertig geworden bin. Also an dieser Stelle, falls ihr die Serie Cobra Kai noch nicht kennt, zieht die euch unbedingt rein. Für manche mag die Grundprämisse so ein bisschen abschreckend und kindisch klingen, aber die Serie, die ist echt
einfach nur saugeil. Also wirklich eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Morgen habe ich Geburtstag und ich habe eigentlich gehofft, dass ich bis dahin wieder gesund sein werde. Aber irgendwie ist es echt frustrierend. Also von gestern auf heute, da habe ich nicht viel Verbesserungen gemerkt. Gestern in der Nacht war mir auch irgendwie kurz schlecht. Mein Kopf dröhnt und ich habe so eine Art Schüttelfrost teilweise, wenn ich aufstehe. So, meine Tabletten für heute. Cheers! Mein Kopf ist jetzt auch ein bisschen gechillter und ein bisschen ruhiger, weil eine Sache, wenn man krank ist, da denke ich immer voll die Scheiße. Man kennt es ja, wenn man Fiebertraum hat. Also ich kenne den, ich weiß einmal als Kind, bin ich runtergegangen, völlig fieberverschwitzt bei meinen Eltern und habe gesagt, ich bin ein Roboter und war halt wirklich wie, als hätte ich übelst den krassen Trip gehabt. Ich habe jetzt kein Fieber, aber ich merke trotzdem teilweise diese Krank-Denkmuster. Ich weiß nicht, ob irgendwer relaten kann, was ich gerade meine. Jo Leute, mein Husten ist mal wieder richtig am Abkacken. Also, ich muss gefühlt alle 30 Sekunden husten. Oh, ja, jetzt ist mein Geburtstag. Ich bin leider nicht wieder gesund. Heute muss ich sogar sagen, ist der Tag. Also ich fühle mich nicht am krankesten, aber meine Schwäche ist am stärksten. Also nach jeder kleinen Bewegung bin ich schlapp. Es ist jetzt schon 8:45 und das ist jetzt das Erste, was ich schaffe zu filmen. Davor war ich einfach zu K.O. Ich habe wirklich viel geschlafen heute, viel gesessen, ohne mich zu bewegen. Was auch noch herausstechend ist, ist, dass ich irgendwie gar keinen Hunger mehr habe. Also die letzten Tage konnte ich eigentlich gar nicht so schlecht essen, aber heute konnte ich so wenig essen, dass es sogar schwieriger war für mich, die Nahrungsergänzungsmittel runterzubekommen. Hast du gesagt? Du hustest aber schon noch ziemlich krass. So, ich bin jetzt also wieder viel im Bett gelegen, viel geschlafen. Es ist jetzt schon so, dass ich 8 Tage Corona so habe, dass ich bettlägerig bin. Meine anfängliche Schätzung, wann ich wieder gesund werde, hat sie nicht bewahrt. Das Ganze geht irgendwie doch etwas länger, als ich dachte. Und ich werde es, denke ich, die nächsten Stunden damit verbringen, die neueste Staffel Dexter zu schauen. Wo ich bis jetzt ein bisschen irgendwie enttäuscht davon bin. Weil der macht die ganze Zeit irgendwelche dummen Fehler. Sowas hätte der alte Dexter nie gemacht. Ja, schon 10 Tage bin ich jetzt krank zu Hause mit Corona. Ja, also ich huste noch sehr viel. Ruhe mich aber ganz gut aus und kann mich auch ausruhen. Vor 2 oder 3 Tagen war es noch teilweise so, dass es teilweise schwierig war zu schlafen oder sowas, weil man sich dann immer irgendwie die ganze Zeit wälzen muss und irgendwie man hat irgendwie so eine komische innere Unruhe. Man kann sich einfach nicht entspannen. Yo Leute, oh mein Gott. Ich habe gerade rausgefunden, dass Louis C.K. ein neues Special rausgebracht hat. Das habe ich mir gerade gekauft. Und ich werde mir das reinziehen. Man sagt ja, lach dich gesund. Und ich finde, Louis C.K. ist mit Abstand der lustigste Stand-Up-Comedian, den es überhaupt weltweit jemals gab. Like, is anybody working on very realistic child sex dolls? Okay, then let them fuck your kids forever. So, ich habe mir hier jetzt erst die Zeit genommen, um die Mail vom Gesundheitsreferat zu öffnen. Da steht jetzt drin, wie lange ich in Quarantäne bleiben muss und so weiter. Ist ganz interessant. Ich muss auf jeden Fall bis zum 17.01. in die Quarantäne. What? Das ist jetzt noch eine Woche. Holy shit, ich muss jetzt noch eine Woche. Ich muss jetzt noch eine Woche die Scheiße machen hier, isoliert. Leute, ich muss da gerade ein Formular ausfüllen wegen meiner Corona-Infektion und da fragen die total viele Sachen ab. So zum Beispiel auch meinen Beruf. Da habe ich natürlich korrekterweise YouTube-Star reingeschrieben. Es ist der 11. Januar, also 11 Tage
sitze ich schon mit Corona krank zu Hause. Und ich würde sagen, ich bin noch bei den letzten 10-15% der Krankheit, die noch weg müssen. Also ich habe noch nicht die volle Energie wieder zurück. Und ich habe noch sehr viel Husten, auf jeden Fall sehr nervigen Husten. Ja, jetzt ist der 17. Januar, das Ende meiner Quarantäne und ich fühle mich schon seit einigen Tagen sehr gesund. Ich habe nur noch minimalsten Husten und Schnupfen. Es ist an der Zeit, ein Resümee von meiner Corona-Delta-Erkrankung zu ziehen. Das nervigste Symptom der Krankheit war die extreme Schwäche. Ich war einfach ständig so K.O. Beim Peak der Krankheit ging dies einher mit extremer Unruhe und Schlafstörungen. Also es gab sehr häufig Phasen, wo ich eigentlich pennen wollte, weil ich völlig am Ende war, aber trotzdem Ewigkeiten einfach nur da gesessen bin, wie ein Heroin-Junkie auf Entzug, um zu warten, bis die Unruhe weggeht. Weil ich teils deutlich weniger essen konnte, als wenn ich gesund bin, habe ich durch die Erkrankung an die 5 Kilogramm abgenommen. Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich die Erkrankung ohne die Tests von einem grippalen Infekt hätte unterscheiden können. Ja, jetzt wo ich weiß, dass es Corona war, denke ich mir teilweise so, ja, ich war irgendwie schon ein bisschen länger krank, als ich es von sonstigen Erkrankungen gewohnt bin. Und am Anfang hatte ich schon auffällig starke Gelenkschmerzen, aber ich achte jetzt eben besonders darauf, was Unterschiede sein könnten. Und wenn ich in den letzten 2 Jahren nicht in die Medien geschaut hätte, hätte ich mit Sicherheit nicht gedacht, dass es was anderes als ein grippaler Infekt ist. Von Freunden und Bekannten habe ich mehrmals die Formulierung gehört, dass sie in ihrem Erwachsenenleben noch nie so krank waren wie von Corona. Auf mich trifft das nicht zu. Anfang 2019 und Anfang 2020 hatte es mich teils härter mit einem grippalen Infekt erwischt, wo ich auch noch Fieber und unerträgliche Halsschmerzen hatte, was ich ja jetzt bei Corona nicht hatte. Viele denken ja, dass es nur bei Corona eine Art Long-Covid gibt. Das gibt es auch bei anderen Viren und bei einer dieser Infektionen hatte ich Long-Virus, sodass ich über Wochen die ganze Zeit müde war. Bei diesen Infekten hatte ich allerdings auch weniger Mittel genommen als bei Corona. Apropos Mittel, vielleicht wäre mein Corona-Verlauf noch schwächer gewesen, wenn ich völlig freie Entscheidung bei der Medikamentenwahl gehabt hätte. Die meisten Ärzte in Deutschland verschreiben keinerlei Medikamente nach einer Corona-Infektion, obwohl es Studien gibt, dass Medikamente wie Fluvoxamin oder gewisse Steroide den Verlauf positiv beeinflussen können. Ja, jetzt gibt es sogar schon die ersten Studien, dass Cannabis gegen Corona helfen könnte. Das Einzige, was mir mein Arzt gesagt hat, war, ja, ruh dich aus. Die komplette Gesellschaft wird heruntergefahren, um die Krankenhäuser nicht zu überlasten, aber eine größere Bandbreite an Medikamenten einzusetzen, kommt natürlich nicht in Frage, um die Krankenhäuser zu entlasten. Im Gegenteil, Spahn hat 400 Millionen Euro für monoklonale Antikörper ausgegeben, die jetzt ablaufen, weil sie einfach nicht verschrieben werden, obwohl sie nachweislich helfen. Zumindest haben sie das bei Delta. Findet ihr nicht auch, dass es an der Zeit ist, langsam mal die Maßnahmen zu beenden? Erst recht, wo sich herausstellt, dass Omikron deutlich milder ist als Delta. Ich meine, wenn inzwischen selbst Martin Sonneborn, der beste EU-Politiker, den Corona-Kurs kritisiert, sollte man vielleicht mal einen Kurswechsel in Betracht ziehen. Schweden, ein Land mit besonders milden Maßnahmen, konnte 2021 eines der niedrigsten Übersterblichkeiten in Europa verzeichnen. Und lasst euch nicht von Überschriften täuschen, die vorgeben, dass Schweden den Sonderweg verlässt und dass die Regeln da gar nicht so anders sind wie hier. Es gibt dort nicht mal eine 2G-Regel für Nachtclubs und Bars. Während Schweden alles in allem einen milden Weg wählt und das gut funktioniert, kann sich Deutschland zurzeit damit rühmen, dass sie bei dem Index für die Strengheit der Corona-Regeln unter den angeführten Ländern zurzeit auf Platz 1 ist. Die Warner spekulieren, dass es trotz des milderen Omikron trotzdem noch zu Überlastungen kommen kann, weil es sich ja so viel schneller ausbreitet. In Großbritannien hat Omikron bereits den Peak erreicht und trotzdem waren die Hospitalisierungen nicht mal bei der Hälfte des Höchststands, trotz deutlich milderer Maßnahmen als hier. Egal in welches Land man schaut, nirgends wird durch Omikron das Gesundheitssystem überlastet, obwohl die Infektionszahlen die vorherigen Höchstwerte um ein Vielfaches übersteigen. In einigen Ländern fallen die Krankenhausaufenthalte sogar trotz Höchststände bei den Infektionen. Und wenn wir nur auf die Intensivstationen schauen, ist da in allen Ländern eine sehr flache Linie. Aber ja, lass uns lieber zur Sicherheit das Land bis 2023 runterfahren. Man kann ja nicht zu vorsichtig sein, oder?